An meinen ersten Sold kann ich mich ganz genau dran erinnern. Davon habe ich mir einen Gameboy gekauft, um in der Grundausbildung die Zugfahrt zu überbrücken. Die Besoldung von Soldatinnen und Soldaten wird durch das Bundesbesoldungsgesetz geregelt. Die Besoldung ergibt sich aus den Besoldungsordnungen A und B, wobei sich die Besoldungsordnung B auf besondere Ämter wie Generale und Admirale bezieht. Allein in der Besoldungsordnung A mit insgesamt 8 Erfahrungsstufen ergeben sich 112 verschiedene Grundgehälter. Hier reicht die Spanne von rund 2.700 bis 8.700 Euro brutto im Monat. Dazu kommen die Möglichkeiten von Zulagen. Auch der Familienstand und Kinder wirken sich auf die Höhe des jeweiligen Grundgehaltes aus. Wie viel Sold eine Soldatin oder ein Soldat erhält, hängt vom Dienstgrad und der Erfahrungsstufe ab. Je höher der Dienstgrad und die Erfahrung, desto höher fällt die Besoldung aus. Soldatinnen und Soldaten bezahlen keine Arbeitslosen- und Rentenversicherungsbeiträge. Auch die Kosten für die Krankenversicherung fallen weg, da sie unentgeltliche ärztliche Versorgung durch die Bundeswehr erhalten. Lohnsteuer zahlen Soldatinnen und Soldaten wie alle anderen auch. Die verschiedenen Dienstgrade der Bundeswehr gliedern sich in 3 Laufbahngruppen: die Mannschaften, die Unteroffiziere und die Offiziere. In dieser Folge liegt der Fokus auf der Laufbahngruppe der Mannschaften. Mein Name ist Tom, ich bin Oberstabsgefreiter im Fallschirmjägerregiment 31 im Instandsetzungszug im Lager. Geld braucht man zum Leben, also erachte ich für wichtig, aber der Spaß steht im Vordergrund. Ich habe Anlagenmechaniker gelernt und da hatte ich keinen Spaß dran. Deshalb bin ich zur Bundeswehr gegangen und habe hier meine Berufung gefunden und verdiene noch mehr Geld. Also wir reparieren hier Radfahrzeuge, leichte Kette, Wiesel, Hecklund und aber auch Waffen, Vermeldegerät, damit wir unseren Auftrag auch schnellstmöglich wieder erfüllen können. So, hier kommen wir dann in meinen Bereich, für den ich zuständig bin. Das Material kommt dann hier an, wo ich es dann in Empfang nehme. Dann sortiere ich das schon vor, gebe die Lieferscheine dann nach oben, damit das Material dann auch gebucht wird, damit es in SAP, also in unserem System, auftaucht. Damit die Gruppenführer in den jeweiligen Teileinheiten auch sehen, der Auftrag ist voll beliefert, wir können abholen, wir können schrauben. Das System wurde mir am Anfang vorgegeben. Über die Jahre, die ich schon hier bin, habe ich das optimiert und verbessert und auf mich zugeschnitten, so damit ich da am besten mitarbeiten kann. Die Besoldung beim Einstieg in die Bundeswehr ist sehr gut. Ich habe als Anlagenmechaniker gelernt und beim Eintritt in die Bundeswehr habe ich sehr viel mehr verdient. Meiner Meinung nach schon, weil man braucht keine Krankenversicherung bezahlen und ich kann in Uniform kostenlos Bahn fahren. Mit dem Dienstgrad Oberstabsgefreiter habe ich die Besoldungsstufe A5 und Erfahrungsstufe 5. Melde mich ab.